Hallo liebe Grillfreunde, willkommen zurück bei Alien Isolation. Es geht weiter mit mir und Amanda Ripley hier in diesem Raum. Wir bewegen uns jetzt Richtung zu Torrance, um uns abholen zu lassen, beziehungsweise hier von diesem grausamen Ort zu verschwinden. Ich hoffe mal, dass uns das gelingen wird irgendwie. Und wir nehmen jetzt mal mit, was wir hier mitnehmen können. Wir versuchen jetzt erstmal hier durchzugelangen, ohne dass das Alien uns tötet. Gestaltet sich natürlich alles nicht so einfach, aber gucken wir mal. Hier komme ich nicht durch, aber warum? Was mache ich denn hier, wenn ich hier nicht durch kann? Das ist doch irgendwie eine Möglichkeit geben, oder? Hier wird doch nett. Hier ist nichts. Ach doch, hier durch. Okay, let's go. Okay, nice. Durch. Schlüsselkarte benötige ich natürlich. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Jetzt haben wir hier Generator. Funktionsbereit. Okay, der läuft, also. What? Fuck you. Jetzt habe ich Molotov-Cocktail verschwendet für einen Facehacker. Scheiße. War so ein bisschen aus dem Affekt heraus. Ups. Nun denn. Dann ist dem so. Ich wollte einfach nur die Schlüsselkarte haben, mehr ist es nicht. Wenn Sie uns hören können und Sie Teil des Teams sind, wir haben den Wohnbereich Zufluchtsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Es sind zwar noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern, aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Seekson-Syntheten bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe erwürgt. Finden Sie einen Weg ins Raumfahrtterminal? Wir finden Sie einen anderen Weg in das Raumfahrtterminal. Und Sie nicht der andere Weg. Versuchen Sie nicht, uns zu finden. Wir werden das Feuer eröffnen. Hau ab! Ich lasse das mal unkommentiert. Ich darf hier nochmal komplett durch. Bis gleich. So, ich habe nochmal gespeichert. Dass wenn das Alien jetzt kommt. Fuck you! Ich muss dahin, wo es herkam. Okay, ich nutze nochmal die Gelegenheit. Wie gesagt, better safe than sorry. Okay. Am Ende zeigt das Spiel mir wahrscheinlich einen. Sie haben 300 Mal gespeichert und sind irgendwie, keine Ahnung, 20 Mal gestorben. Ja, toll. I don't care. Das hier ist nichts Challengehaftes für mich. Wow. Mach mal Ruhe hier. Hau ab, ich muss da durch. Zieh dich. Komm. Yes.
Warten Sie den Generator erneut. War der nicht irgendwie in einem anderen Raum? Ich wollte nicht mehr viel Flammenwerferöl, ne? Unter. Hallo? Hallo? Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator. Genau, der ist nämlich da in dem anderen Raum. Ey, was eine Tortur ist das denn bitte? Die schicken dich in diesen Raum, nur damit du wieder zurückkehrst und das Alien irgendwie 50 Gelegenheiten hat, dich zu töten. Dieser Spießrutenlauf ist einfach frech. Danke für gar nichts. Boah, habe ich da keinen Bock drauf gerade, echt nicht. Guck mal, der kommt jetzt auch hier rein. Kannst ja nichts großartig machen. Hebel benutzen. Ja. Ich gehe am Rand entlang. Dann dürfte mir nichts passieren. Hoffentlich. Naja, wie es nur geht. Weil wir smart sind, reichen wir direkt. Lauf hier nochmal machen zu müssen. Die gehen sie weg. Du bist die Tür offen. Hä? Da. Ich dachte mir eben schon, ich kann nicht mit dem interagieren. Was ist da los? Ja. Nice. Wie der Avatar steht. Habt ihr das gesehen? Komplett unbeteiligt so. Was? War da was? Kann er mal weg? Ah, hi. Sehr gut, bin ihn los. Es hat echt wirklich auf Kante gelegt, gerade mit der Munition und allem. Wie gesagt, ich habe ja zum Glück vorher gespeichert. Ich brauche halt wirklich jetzt Licht, weil der kann auch in der Decke sein. Wenn der Sabber rauskommt, ist das schlecht. Okay, hat geklappt. Egal was jetzt passiert, ich habe gespeichert, das zählt. Das Testament von einem alten Sack, um den sich
tot. Meine Kinder wurden mir genommen. Ich habe vergeblich versucht, sie zu stoppen. Sie haben unsere Verteidigungen durchbrochen. Mir klebt so viel Blut an den Händen. Diese Nachricht gilt dem Rettungsteam. Siegst. Okay, wo bin ich jetzt? Oder wer auch immer die Sauerei. Sebastopol, Diane Verlaine von der Torrent hier. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter ihrem Raumfahrtterminal anzudocken. Wir können Überlebende aufnehmen. Schicken Sie einfach Marines, die hier alles in die Luft jagen. Wie es halt einfach im Gang gerade war. Alter, wie es mich hier komplett durch die Station jagt. Was zum Teufel? Boah. Also diese Verfolger-Stalker-Mechanik. Ist einfach krass in diesem Spiel. Bisschen zu viel, meines Erachtens nach. Also ich finde es ein bisschen krass, wie oft und wie sehr das Alien einem wirklich am Arsch klebt. Nicht auf die Station zurück. Da ist die Stalker- und Verfolger-Mechanik für mich persönlich in Resident Evil 2 und Resident Evil 7 und Village wesentlich besser. Also ich finde es hier schon ein bisschen too much, muss ich sagen. Die ganze Zeit, was ist das hier? Das Licht. Könnte auch ein leuchtender Schokoriegel sein. Maybe. Okay, ich würde fast sagen, wir haben es fast geschafft. Darf ich hier durch? Hallo? Darf hier nicht durchgehen, warum? Ist mir fest. Ah ja. Geht nicht, ne? Gut, und jetzt? Ist das irgendwie broken? Hey, hallo? Zum Henker, was war das denn gerade? Warum muss ich mich da jetzt für ducken? Ja, lieber keine Fragen, auf die ich die Antwort nicht wissen möchte. Guck mal, das ist, hier waren wir am Anfang des Spiels, erinnert ihr euch noch? Da sind wir angekommen, Folge 1. Jon Schneider, yes, wenn ich ihn habe, benutze ich ihn auch. Plan. Dallas hier. Ich werde in Kürze das Nostromo-Berichtpaket zurück zur Erde senden, bevor wir uns in die Hyperschlafkapseln begeben. Die nächstgelegene Relaisstation scheint Sevastopol zu sein. Wie dem auch sei. Wenn alles gut läuft, hören Sie wieder von uns, sobald wir in Erdnähe angekommen sind. Okay, wo muss ich jetzt lang? Jetzt zurück zum Anfang, oder? Seht ihr nichts? Vermissen Sie uns nicht zu sehr. Dallas, Ende. Ah, die Tür kann ich auch aufschweißen. War da drüben noch was? Ich will nochmal nachgucken gehen. Hier scheinen wir auch auf keine Gegner zu treffen. Hoffentlich. Dann gehe ich einfach nochmal auf die andere Seite. Sevastopol ist kaputt. Ja, hier drin waren wir auch. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte zu sprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein zu sein. Okay, hier kann man nur speichern, aber ansonsten ist hier nichts. Vielleicht könnte noch das eine oder andere aufschweißen oder so, aber nee, ist nicht. Also wir müssen straight runter und dann nach rechts. Wie gesagt, es ist so ein bisschen halt auch die Prämisse, dass wir jetzt andere Gadgets haben als noch am Anfang. Wir jetzt gewisse Türen öffnen können, wo wir natürlich am Anfang nicht rein konnten. Deswegen dachte ich, okay, ich check das nochmal aus, bevor wir hier diesen Bereich verlassen. Aber ja, diese Tür muss ich aufschweißen. Definitiv.
Okay, let's go. Schlepperplattform. Okay. Befreiung der Torrens. Schließen Sie das 17. Schließen Sie die 17. Mission ab. Ja, was du nicht sagst. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Sondern weil es offensichtlich erwähnt, dass die Station einfach komplett wrecked ist. Okay, ist nicht so viel Platz. Verlaine, können Sie mich hören? Sind Sie nah genug für Funkkontakt? Ripley, Gott sei Dank, ich kann Sie hören. Sie müssen mit dem Raum in das Landesziel bereit machen, damit wir anschauen können. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Hier runter? Nee. Auch das noch. Das war immer noch nicht genug, ja? Wo ist dem? Da gibt es zwei Punkte. Hier? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ach, hier vorne. Ah, hier, die Dinger. Oh shit, Mann. Okay, ich warte noch mal kurz, bis das Alien weg ist. Mach mal kurz einen Cut, bis gleich. Ja, okay, so wie es aussieht, muss ich den Strom wiederherstellen. Kabel führen irgendwie da runter, aber ich weiß nicht, wo hier was ist. Kann ich da mal hin? Also anscheinend schon, da liegt eine Leiche. Das heißt, wir müssen hier rein. Na, großartig. Hallo, du Toter. Hätte mir ja nicht Flammenwerfer-Munition geben können, das fände ich irgendwie besser. Okay, die Kabel finde ich hier lang. Frage ist jetzt, wo ist der? Ist der direkt über mir? Ist er unter mir? Versuch mein Glück. Okay, das hat mir geschafft. Perfekt. Perfekt, Ripley. Fahren Sie jetzt die Abstandsklemme am Terminal
Wo soll das sein? Terminal. Ist es hier irgendwo? Muss hier irgendwo runter. Anderes runter, hier. Ich habe was gesucht. Ah, ja, geh kacken, Alter. Maul. Der lag schon die ganze Zeit hier und ich habe ihn die ganze Zeit umgangen. Und jetzt greift er mich an. Danke für gar nichts. Verlaine, die Andockklemmen sind aktiviert. Okay, gehen wir jetzt zum oberen Kontrollraum. Oberer Kontrollraum? Okay, einmal hoch. Unten ist nichts mehr zu holen, da brennt alles. Alles voll, ey. Irgendwas herstellen. Molotow-Cocktail, das geht. Du es. Er ist ziemlich tot. Oh, er hat was Nettes aber für mich hinterlassen. Und speichern kann ich hier nochmal. Gefahr ist nahe, ist egal. Speichern ist wichtig. Wurde aufgrund der Stilllegung entfernt. Bitte wenden Sie sich an einen Sixon-Ingenieur zur Unterstützung. What the fuck? Warum wackert das so hart? Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley! Fahren Sie die Wartungsbühne aus. Ich hoffe, okay, das klappt. Ja, ich hoffe auch. Ich kann nun bestätigen, dass alle Systeme von Sevastopol funktionsbereit sind. Unser Orbit um KG348 ist nicht mehr degenerativ. Vielen Dank an das Schlepperteam. Wir sind geschäftsbereit. Viel Glück. Geschafft. Geben Sie sich zur Luftschleuse. Das muss ich wahrscheinlich nochmal komplett zurück, ne? Wow. Du mich erschreckt. Oida. Ich hab dich abgefackelt. Fuck mich nicht ab. Ja, ich hab noch so viel Heilung. Das ist eh das letzte Mal, dass wir wahrscheinlich das Alien wiedersehen. Hoffentlich. Hab keine Ahnung, was wir noch hier serviert bekommen. Als letzte Instanz des Aliens. Komm, Alter, du bist ja irgendwie hinter jeder zweiten Tür. What? Hinter mir! Alles klar, Bruder. Okay. Ich spiel bis dahin. Bis gleich. Hey, wir haben einen Anzug.
Was? Na großartig, auch das noch. Ey. Scheiße! So again. Das war's. Flip, flip. Zum Teufel bin ich. Ah, jetzt kann ich hier durch. Natürlich muss ich durch den Gang des Todes. Ich wollte es gegen Ende nochmal wissen. Alter, wo kommen die ganzen Eier her auf einmal? Ein Teufel. Vergiss es. Ich habe halt echt nicht mehr viel Flammenwerfer-Munition. Das könnte echt super knapp werden. Oh, natürlich. Fuck, Alter. Geht so richtig hart die Pumpe gerade. Gott. Oh, was zum Teufel? Wir wollen es gegen Ende nochmal richtig spannend machen und zögern einfach so das Ende einfach richtig hart hinaus. Also ich habe so irgendwie so das Gefühl, dass hier gerade krasse Spielzeitstrecken passiert. Weiß auch nicht so genau. Na klar, man möchte das Ende ja nochmal so ein bisschen highlighten und dies, das, aber ey, ich finde es ein bisschen too much. Denn hin? Irgendwo raus. Achso, ja, Leiter. Leiter direkt vor mir. Nee, ich glaube, dem Spiel hätte es echt gut getan, wenn es ein paar Stunden kürzer gewesen wäre. Ich weiß auch nicht. Also. Es wirkt einfach gegen Ende wesentlich länger, als es sein müsste. Wow.
muss es hier einfach nur durchschaffen. Ach ja? Okay. Wie? Waren die Züge jetzt hier die ganze Zeit, oder was? Was soll das mit diesen Zügen jetzt auf einmal noch? Das ist so richtig hart unnötig. Geh doch durch. Ich weiß ja nicht mal, ob ich da durch muss. Klettern? Oh Gott, ja klar doch. Das fehlt mir gerade noch. Noch mehr von denen. Was hier, wenn ich hier lang gehe? Natürlich ist die Tür zu und ich muss durch den Gang des Todes wieder. Bitte Gott, mach, dass das aufhört. Ich will nie mehr. Warum stürze ich die ganze Zeit irgendwie ab? Wo war die ganze Action vorher? Jetzt auf einmal holen sie nochmal alles raus. Marlene, sind Sie hier? Bitte antworten Sie! Ich werde sie nicht enttäuschen. Wo muss ich denn hin? Jetzt brauche ich einen Anzug. Hoffentlich kriege ich jetzt einen. Ready. Okay, wir machen es aber nochmal extra spannend. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Die nächste Folge wird höchstwahrscheinlich die letzte sein. Es fühlt sich zumindest sehr, sehr, sehr stark diesmal wirklich, wirklich danach an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode hoffentlich zu Alien Isolation, dem Grande Finale dieses grandiosen Spiels. Und ja, wie gesagt, wenn wir durch sind mit dem Hauptspiel, werden wir uns noch die DLCs angucken. Freue ich mich schon drauf. Und dann hoffe ich, sehen wir uns, wie gesagt, wieder beim Finale von Alien Isolation. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.